Hallo und willkommen. In diesem Video geht es um die Segunda Etapa der Arranca, denn ich glaube, dass Ulquiorra nicht der einzige ist, der diese Form nutzen kann. Denn um genau zu sein, habe ich drei weitere Kandidaten, die für die Segunda Etapa in Frage kämen. Diese wären Aviram Arredo, Gio Vega und Yami Lajo. Aber bevor ich euch sage, warum die drei die Segunda Etapa nutzen können, erkläre ich euch erst einmal, was diese überhaupt macht, beziehungsweise was diese überhaupt ist. Die Segunda Etapa ist so etwas wie das Bankai. Oder, um es ein wenig direkter auszudrücken, es ist so etwas wie, wenn ein Saiyajin zum Super Saiyajin wird. Mit anderen Worten, es ist eben ein Power-Up, Hiero wird stärker, Geschwindigkeit nimmt zu, Stärke nimmt zu und so weiter und so fort. Aber der wichtigste Punkt bei einer Segunda Etapa ist das Aussehen, denn wenn ein Arranca in die Segunda Etapa eintritt, verändert sich dessen Aussehen noch ein Stück mehr. Wir fangen bei Aviram Arredo an. Von den drei Kandidaten ist er derjenige, der am wenigsten wahrscheinlich die Segunda Etapa nutzen kann. Dennoch ist es möglich, dass er eine Segunda Etapa einsetzen kann, da er alle Anforderungen theoretisch gesehen erfüllt. Denn wenn er sich seine Tattoos aufschlitzt, wachsen ihm nochmal zwei zusätzliche Flügel und dazu erhöhen sich auch nochmal all seine Werte. Theoretisch gesehen sind also alle Bedingungen erfüllt. Bei unserem zweiten Kandidaten Gio Vega ist die Wahrscheinlichkeit einer Segunda Etapa höher als bei Aviram Arredo. Die Punkte, die für eine Segunda Etapa sprechen, sind die, dass er seine erweiterte Form mit einem Spruch ausruft, so wie Ulquiorra, und dass diese erweiterte Form ihn muskulöser und größer macht, folglich seinen Körper verändert. Der einzige Punkt, der theoretisch gegen eine Segunda Etapa sprechen könnte, wäre der, dass wir nicht wissen, ob seine Werte auch maßgeblich erhöht worden sind, wenn er in seine erweiterte Form geht, da Captain Seufon ihn getötet hat, bevor er großartig was in dieser erweiterten Form machen konnte. Wir können aber davon ausgehen, dass diese Form allgemein besser ist als eine Resurrektion, da diese Form ansonsten keinen Sinn machen würde. Und nun zu unserem letzten Kandidaten, ist Bader Nummer 10, Yami Lajo. Bei ihm ist es eigentlich zu 100% wahrscheinlich, dass er eine Segunda Etapa hat, weil bei ihm alle Anforderungen deutlich erfüllt sind. Yami wird in seiner erweiterten Form nochmal größer als in seiner Resurrektion. Und auch alle seine Werte, bis auf die Geschwindigkeit, steigen rapide an. Auch wenn er trotzdem eher leicht von Byakuya und Kenpachi besiegt wurde. So, das waren dann jetzt meine drei Kandidaten für die Segunda Etapa. Ich hoffe, ich habe meine Standpunkte nachvollziehbar begründen können. Und ich würde dann sagen, Ulquiorra steht dann ab jetzt nicht mehr alleine da. Ich wollte mich dann noch nachträglich für die 300 Abonnenten bedanken. Das freut mich sehr. Und dann sind wir auch jetzt schon am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.